Unser Projekt läuft an sich unter dem Oberbegriff Integrationsvereinbarung, beinhaltet aber mehrere Themenbereiche. So haben wir ein Integrationsteam, das paritätisch besetzt ist. Und in diesem Team wurde zum Beispiel eine Suchtvereinbarung erarbeitet. Wir haben einen Unterstützungsverein gegründet, der Mitarbeiter bei Krankheit zum Beispiel finanziell unterstützt. Und der ganz große Vorteil dieses Teams ist es, dass krankheitsbedingt keine Mitarbeiter gekündigt werden können, bevor nicht alles versucht worden ist, ihn Mitarbeiter zu halten. Da der Leistungsdruck immer höher wird, das Renteneintrittsalter ist erhöht worden, die psychischen Belastungen werden immer mehr. Von daher wird die Gesundheit immer mehr zum zentralen Thema und da haben wir uns drum zu kümmern. Ich glaube, die größte Herausforderung bestand darin, dem Unternehmen klarzumachen, dass diese Integrationsvereinbarung für die Belegschaft sowohl für das Unternehmen sehr große Vorteile mit sich bringt. Eine Forderung habe ich, die kommt aus der Vergangenheit. Wir waren dreimal in der Insolvenz, sind dreimal verkauft worden und hatten dadurch keinen Anspruch, weil wir eine Neugründung waren, auf Interessensausgleich und Sozialplan. Da muss zwingend die Politik reagieren. Ich möchte oder wünsche mir eine höhere Transparenz bezüglich Einvernehmlichkeit, Familie und Beruf.